Hunde mit dem Herzen führen. Hey ihr Lieben, wir, das bin ich, Julia Schmidt, auch Jules genannt, HTS-Hundetrainerin und Anita Balser, Gründerin und seit über 30 Jahren das Herz der Hundeteamschule, heißen dich herzlich willkommen zum Podcast Hunde mit dem Herzen führen. Dieser Podcast wird dich mit seinen authentischen Geschichten tief berühren und dich in Kontakt mit deinem Herzen bringen. Dies kann die Beziehung zu deinem Hund grundlegend wandeln. Viel Freude mit der heutigen Folge. Anita, hier sind wir wieder. Und ich muss sagen, wenn ich an unsere letzte Folge zurückdenke, bin ich immer noch total ergriffen, weil das super emotional war. Ich saß hier mit Gänsehaut, habe versucht, ein Foto zu machen, dass wir das auf Instagram posten können. Und ich habe mir nur gedacht, puh, nee, geht nicht, ging gar nichts. Ja, das ist, ich glaube, das hab ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Viele Dinge sind ja für mich eine Reise in die Vergangenheit, weißt du? Ja. Und die einfach echt schon längst, ich will nicht sagen, die nicht mehr in meinem Kopf sind, sonst könnte ich sie nicht erzählen, aber die sind einfach extrem weit weg, ja. Und wenn man das dann wieder erzählt und wenn man dann so in dieser Geschichte drin ist und sich zurückerinnert, also mir ging es auch so, dass ich ja echt noch Sachen auf dem Zettel hatte für die und dann an diesem einen Punkt, wo wir aufgehört haben, auch für mich nicht mehr ging, weil das einfach, weiß ich nicht, ich fand das schon sehr, sehr intensiv, ja. Also ich auch, das Feedback war ja auch sehr emotional, was wir dazu bekommen haben, also ich muss noch mal sagen, diese Authentizität, die wir im Podcast zutage bringen, ich finde das einfach mega. Ich finde es einfach mega. Ja. Ich liebe es so sehr. Deswegen fangen wir doch jetzt mal mit der Folge an, bevor es wieder emotional wird. Genau. Erzähl erst mal, was du noch so auf dem Zettel hattest. Und wenn wir es dann noch emotional durchstehen können, würde ich sagen, springen wir eine Folge zurück, weil da war ja das Ende. Ja. Dass du da gemerkt hast, dass du mit den ganzen Methoden, die du bisher gelehrt hast, nicht weiterkommst, sondern hat ja ein Umdenken stattgefunden. Genau, na, Umdenken ist gut, das war eine Revolution quasi. Ja, also ich würde auch gerne erstmal kurz noch diese Rettungshunde Kismi-Geschichte fertig erzählen. Da wird es natürlich noch mehr Geschichten geben, aber... fürs Gefühl wäre es, glaube ich, auch gut, wenn man da nochmal dran anknüpft. Und wir hatten ja am Ende irgendwie so ein Kloß im Hals, das ist irgendwie... Also bevor wir wieder erzählen, worum es geht, ja immer eine Folge Rettungshunde, eine Folge HTS, bevor wir da anknüpfen, kurz nochmal zu Kismi. Das letzte war ja dieser Einsatz, von dem ich erzählt habe, wo dieses 18-jährige Mädchen, was sich ertränken wollte, wo wir das gefunden haben, wo ich ja so einen Vertrauensbruch meinem Hund gegenüber gefühlt habe, also nicht der Hund zu mir, sondern umgekehrt, weil ich mich ihr gegenüber so unfassbar unfair verhalten habe. Und man muss wirklich sagen, das möchte ich an der Stelle, das habe ich nämlich das letzte Mal nur kurz erwähnt, dass man mir einen Notfallseelsorger an die Hand gegeben hat. Und ich habe nicht nur in diesem Einsatz, sondern später in den Einsätzen auch, teilweise wurde die ganze Staffel betreut, muss wirklich sagen, dass diese Menschen ein unfassbare Arbeit machen. Unfassbar. Also es ist natürlich so, dass ihr zeitnah an einen Einsatz, am besten ja immer noch am gleichen Tag, du Kontakt mit denen hast und die das anfangen, mit dir aufzuarbeiten, umso schneller bist es auch los, in Anführungsstrichen. Aber die betreuen dich halt auch über Wochen hinweg. Ne? Also das ist wirklich, das Wahnsinn. Also hätte ich mit dem Begriff Notfallseelsorger so gar nicht verknüpft. Aber kurz nochmal für mich. Ja. Ich glaube, ich habe es irgendwie verdrängt, aber das Mädel, dieses 18-jährige Mädel, hatte die sich wirklich umgebracht? Nein. Oder war das ein Versuch? Nein. Sieht? Nein. Okay. Balsa war immer Lebendfunde. Immer Lebendfunde. Nee, die saß einfach an diesem See. Und dort war der Hund ja dann am Ende zweimal. Leider, weil ich es beim ersten Mal nicht geschnallt habe. Ja. Ja, und auch das habe ich schon mal irgendwann erwähnt. Also so ein Lebendfund ist ein Sechser im Lotto. Das weiß jeder Rettungshundeführer, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dir das passiert im ganzen Rettungshundeleben, das geht gegen null. Also das war schon Wahnsinn. Und natürlich vergingen jetzt wieder viele Einsätze, wo gar nichts passiert ist, wo wir nur die Gebiete freigegeben haben und dann
suchten wir, Entschuldigung, im Hochsommer, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen, Hochsommer, frag mich nicht, 38 Grad oder sowas, suchten wir einen älteren Mann, der aus einem Krankenhaus, also der ein bisschen verwirrt war und aus dem Krankenhaus abgehauen ist und keiner wusste, wo er ist. Und wir waren fix und fertig, also die Menschen waren fertig, die Hunde waren fertig. Wir hatten da ein Gebiet abzusuchen, sind zurückgekommen und dann kam der Einsatzleiter und sagt, könnt ihr bitte noch dieses eine Gebiet, das ging hangabwärts und das waren Jules Brombeerhecken. Brombeerhecken. Könnt ihr das noch absuchen? Und dann haben wir gesagt, als Staffel, so Hunde brauchen Pause erstmal. Wir warten eine Stunde, wir geben den Wasser, wir gucken, dass sie sich ein bisschen erholen können. Das war kein großes Gebiet mehr und wir wollten alle rein. Also nicht die ganze Staffel, aber ich glaube mit 6 Mann oder so sind wir in dieses, also 6 Hundeführer, 6 Helfer in dieses Gebiet rein. Ich habe geflucht, das kannst du dir nicht vorstellen, weil du ja logischerweise bei so einem Wetter, also normalerweise würdest du was anderes anziehen als diese Hunde. Ne? So, das war aber der einzige Schutz gegen diese scheiß Brombeeren, die da waren. Und wir laufen da runter und ich weiß noch, wie ich zu meinem Helfer sage, ich sage, das ist doch nicht den ihr Ernst. Wie soll denn der Mann hierher gekommen sein? Das kann doch gar nicht sein. Wir laufen weiter und ein Hund bellt. Und mein Helfer guckt mich an und sagt, das ist Kiss Me. Und ich, das ist so surreal im Einsatz, dass dein Hund bellt. Also verstehst du, das ist einfach, das ja. kommt so selten vor im Einsatz, im Realeinsatz. Ich habe original gesagt, ach, da ist irgendein Helfer pissen gegangen. So, der nahm die Füße in die Hand, also mein Helfer, und rannte. Und irgendwann habe ich dann gedacht, warte, ich renne mal hinterher, soweit man das in Brombeerhecken tun kann. Ja, und komme runter und sehe, du musst dir vorstellen, ein ausgetrocknetes Flussbett. Da lag der Mann drin und über ihm so ein schwerer Ast und davor mein Hund, der seine Arbeit gemacht hat. So. In der Sekunde ist mir noch nicht so viel durch den Kopf gegangen. Du tust was, du bist ja trainiert. Ich meine, deswegen trainierst du ja so viel. Du bist ja trainiert. Also Meldung erstmal an die Einsatzleitung, Person gefunden. Der Typ war ansprechbar. Der Typ hat uns nur zusammengeschissen. Nur, er muss pissen. Und er will da raus. Und wir sollen ihm jetzt heraushelfen. Und er muss jetzt pissen. Und ich habe zu ihm gesagt, junger Mann, wirklich unscheiß, tut mir leid, dass ich das jetzt sage, aber Sie müssen mal kurz in die Hose machen, weil ich krieg Sie da nicht raus. Ja, wir brauchen Unterstützung. Ja, dann haben wir das gemeldet und ja, und dann die Damen und Herren vom Rettungsdienst, die haben gedacht, sind ja so viel schlauer als wir, ne? Und kommen über die Wiese. Also musst du dir vorstellen, ging Hang abwärts und ganz unten am Hang, da lag der Typ und du konntest eben über eine Wiese von der anderen Seite. Wollten die mit dem Rettungswagen kommen, um den zu, und die Feuerwehr natürlich, um den zu bergen. Und die aber, das waren keine Brombeerhecken, das waren Brennnesseln. Und die Damen und Herren vom Rettungsdienst haben gesagt, naja, wir sind ja keine Rettungshundeführer, ne? Wir krempeln mal ordentlich die Hosen hoch, ne? Die haben geflucht, also das war ein Einsatzszenario. Im Nachhinein, im Gegensatz zu dem ersten Einsatz, könnte ich mich totlachen, ja. Weil alle eigentlich nur damit beschäftigt waren, sich irgendwelche Stacheln oder irgendwelche, was weiß ich wo, rauszuzerren. Ja, und wir haben dann übergeben an den Rettungsdienst. Und also mir war in dem Moment überhaupt nicht bewusst, also richtig bewusst im Sinne von, es war in meinem Bewusstsein, was da eigentlich schon wieder passiert ist, ja. Dieser Hund wirklich, und das war also bei diesem Einsatz, das war eine klassische Trainingssituation. Also genau so was trainierst du, ja. Menschen unter Baumstämmen, irgendwas trainierst du. Das Mädel da am See, das trainierst du nicht. Aber was der aber schon erzählt, warum mir Opferbindung so wichtig war und so. So, also wieder ein Lebendfund. Und jetzt wurde es echt verrückt. Weil Menschen sind auf der Suche nach Erfolg
Sind Menschen oft in so einem Tunnel. Die merken gar nicht, was sie machen. Weißt du, was passiert ist in den darauf folgenden Einsätzen? Die Kollegen, also du kommst ja an die Einsatzstelle, da ist der Einsatzleiter, dann hast du da eine Karte hängen und da werden die Suchgebiete verteilt. Die haben sich geprügelt, um in meinem Nachbargebiet zu suchen, weil die gedacht haben, ne, die hat's goldene Händchen. Ja, also wie bescheuert ist das eigentlich, ja? Ich habe das am Anfang gar nicht mitgekriegt. Ich habe das erst mitgekriegt, als mein Staffelleiter Einsatzleiter war. Hat er gesagt, weißt du, was hier abgeht? Ja, naja. Und dann wieder, es vergingen wieder viele Einsätze. Dann kamen wir zu einem Einsatz an der Psychiatrie. Und es war ein sehr, sehr spezieller Einsatz wieder für mich, weil es war eine demente Frau weg. Es war Nacht. Die war weg und jetzt halte ich fest, eine Nacht zuvor hat sie einen Albtraum gehabt, sie würde von Hunden zerfetzt werden. Oh nein. Doch. Und ich sage noch zu meinem Einsatzleiter, ich sage, Leute, meint ihr wirklich, das ist eine gute Idee? Also ich meine, wenn wir die finden, ne, die hat einen Schock fürs Leben. Mhm. Aber es wurde wie immer mit den Schultern gezuckt, ja. Weil, wir finden doch nicht schon wieder. Ja, ja, ja. Witzig, ja. So, und das war wieder so ein Einsatz, habe ich auch schon mal erwähnt, möchte aber nochmal sagen, wo ich festgestellt habe, dass das, was in der Prüfung abverlangt, das einfach ein Witz ist. Ja, also ich hatte, um in mein Suchgebiet zu kommen, schon 45 Minuten, Fußmarsch, ja, weil du da mit dem Auto nicht hingekommen bist. Ja, wenn der Hund da schon fertig ist, kannst du den vergessen, ja? Ja. Auf jeden Fall auf diesem Fußmarsch sage ich zu meinem Helfer, ich sage, pass mal auf, ich lasse den Hund laufen. Also ohne Kenndecke, ne, ohne Such und Hilfe, ich lasse die laufen, damit die sich frei bewegen kann. So. Und in den Nachbarsuchgebieten wurde schon losgesucht. Ja? Mhm. Also im Nachbargebiet war ein Kollege, den ich sehr gut kannte, mit seinem schwarzen Labrador. So, was macht meine Kismi nach, kann ich dir nicht sagen, was weiß ich, eine halbe Stunde oder so? Also die lief eigentlich wie, als würde sie Gassi gehen. Ja? Und auf einmal sehe ich, wie die Nase hochzieht in Richtung Wald und denke, die Scheiße passiert mir nicht nochmal. Ja, zu meinem Helfer gesagt, ist nicht unser Suchgebiet, ist mir scheißegal. Kenndecke auf den Hund, such und helf. Und dann, pass auf, noch bevor, also beide Hunde, der schwarze Labi und Kismi, kamen gleichzeitig bei dieser Frau an. Und das haben wir nicht daran gehört, dass die anfing zu bellen, sondern das haben wir an den Schreien von der Frau gehört. Verstehst du? Für die, das war ein Albtraum. Das hatte sie geträumt. Ja, warum nimmt niemand solche Menschen ernst? Hätte man doch einen Mantrailer hinschicken können, oder nicht? Müssen das Flächenhunde sein? Na egal. So, und also du hörtest erst Schreie und dann hörtest du nacheinander die Hunde bellen und dann hörtest du sie synchron bellen und dann sind wir natürlich alle gerannt wie die Bescheuerten und haben unseren Helfern das überlassen, sich um die Frau zu kümmern. Und wir haben mit aller Gewalt, die Hunde da weggezerrt. Weil das ist ja genau das, was ich in der Opferbindung dem Hund beibringe. Ich ziehe dich weg, du musst trotzdem dahin. Also das war nicht easy. Ja. War jetzt auch nicht so schlimm wie jetzt, ne, bei dem Mädchen, was ich da veranstaltet habe. Aber ich wusste, die Hunde müssen da weg. Ja. Ja. Aber kurz. Was mich da sehr interessiert, es war ja nicht dein Suchgebiet, richtig? Ja. Nee, es gab keinen Ärger. Also, es hätte bestimmt Ärger gegeben mit einer anderen Staffel oder mit einem anderen Rettungshundeführer, aber wir kannten uns so gut. Das war überhaupt kein Problem. Also, und davon abgesehen hat sein Hund ja auch gefunden. Es war sein Suchgebiet. Ja. Macht man aber das immer, schau aus der Erfahrung heraus, ja? Ich meine, das ist mir auch, gut, der war auch nicht mehr sehr viel länger weitergemacht, aber dieses Nase hochziehen, das kannte ich schon. Ja. Und ganz klar sagen, da will ich hin. Ja. Das hätte ich mir, wäre mir scheißegal gewesen, hätte ich alle Konsequenzen in Kauf genommen. Ja. So, und dann natürlich, jetzt wurde es richtig strange, ja, weil das, also diese Wahrscheinlichkeit, dieser drei Lebenfunde, das ist schon kein Sechser im Lotto mehr, das ist schon unnormal.
Und deswegen wurde ich geehrt. Super schön. Ja, es ging so, weil meine Staffel fand das nicht so lustig. Ja, die haben sich wirklich gegen mich gewandt, mit dem Argument, dass ja auch nicht unbegründet ist, die ganze Staffel soll geehrt werden. Mhm. Ja, nicht nur die Anita, ich habe da Blumen und Tralala überreicht bekommen. Und weißt du, das Gute war, ich glaube, ich habe es in irgendeinem Podcast schon erwähnt, dass der Kreisbereitschaftsleiter von Anfang an an meiner Seite war. Das war, wir waren befreundet, ja. Und gegen den konnte, also gegen den konnte auch keiner was sagen. Ja, er hat es dann an diesem Abend auch entsprechend begründet. Und dann haben wir das so stehen lassen. Und das, also ich habe danach keinen Lebenshund mehr gehabt. Das hat sich alles auch beruhigt. Aber da kannst du mal sehen, dass Ehrenamt oder auch Verein, ja, auch, ich sag mal, schwierige Persönlichkeiten mitbringt, die dem anderen, weil ja viele Menschen im Ehrenamt etwas finden und sich definieren, was sie eben im Rest ihres Lebens, im Job und so weiter nicht finden. Und das sammelt sich schon auch ein bestimmter Schlagmensch. Ja. Ja. Das war auch mitunter der Grund, warum, oder so prinzipiell der Grund, warum ich für mich gesagt habe, ich gehe in keinen Verein mehr. Weil, ja gut, das führt jetzt auch am Thema vorbei, aber ich gebe halt immer alles. Ja. Und das sind halt auch viele dabei, die das nicht so tun. Und das hat eigentlich, ja, genau. Egal. Und eine ganz kleine Story von meinem Kreisbereitschaftsleiter Klaus möchte ich noch zum Besten geben. Wir haben oft vorm Training sind wir zusammen spazieren gegangen und wir konnten einfach gut reden miteinander, so, weißt du? Mhm. Also sonst war da nichts mehr, in Gottes Namen. Aber also, es war wirklich eine Freundschaft, ja. Und ja, und dann haben wir, und wir haben ein Thema immer wieder gehabt, immer wieder. Und zwar das Thema, das er mir gesagt hat, Anita, wenn ich dir im Einsatz sage, springt die Klippe runter, machst du das. Und du kannst dir ja vorstellen, wie viel Gehorsam so eine Frau Balser hat, nämlich gar keinen. Ja, wir haben uns so gestritten darüber, ja. Weil ich gesagt habe, nein, ich habe ein eigenes Gehirn, habe ein eigenes Gefühl und ich springe die Klippe runter, wenn ich glaube, dass ich die Klippe runterspringen muss, weil es nicht anders geht. Und irgendwann, und das war eine Lektion in Führung, muss ich echt sagen, irgendwann dämmerte dem, dass wenn er mir das nicht erklärt, verstehst du, wenn er mir einfach sagt, du machst das so, dass da nichts passieren wird bei mir. Und irgendwann auf einem dieser Spaziergänge hat es mir gesagt, du, ich erkläre dir mal, warum. Weil, wenn du bist im Einsatz, ich bin an einem anderen Ort und vor allen Dingen habe ich Zugang zu anderen Informationen als du. Mhm. Das heißt, wenn ich dir sage, und das würde ich dir ja nur im absoluten Notfall sagen, also wenn ich dir etwas sage, von dem du denkst, auf gar keinen Fall, tu es bitte trotzdem, weil ich habe vielleicht in dem Moment nicht die Zeit, die ich jetzt habe, dir zu erklären, warum. Und es kann sein, dass ich Informationen habe, die du nicht hast, ja, über diese Situation. Und ich kann nach all der Erfahrung abwägen, ja, was ist jetzt die weniger schlimme Variante. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Das werde ich auch nicht vergessen. Wir haben uns dann umarmt auf diesem Spaziergang gesagt, danke, dass du es mir erklärt hast. Jetzt verstehe ich es auch, ja. Und er hat sich auch bei mir gedankt und gesagt, danke, dass du so lange Nein gesagt hast, weil das hat meine Motivation groß gemacht, ist dir zu, hättest mir auch schon viel früher sagen können. Er sagt, da kam ich aber nicht drauf, weil ich bin auch so geschult, dass du verstehst, warum Befehl und Gehorsam, fertig, ja. Also das war toll, das war auch toll für später, auch für HTS, diese Erfahrung mit Klaus, weil das war mit ein Grund, gibt viele Gründe, aber mit ein Grund, warum ich unseren Kunden immer erkläre, warum. Immer. Ja, bei mir soll keiner irgendetwas machen, wenn es nicht verstanden hat. Ja, na gut. Ja, also das war eigentlich so noch, ne, das ist, was ich zu den Rettungshunden sagen wollte. Ich möchte aber auch noch was erwähnen, weil wir ja, ich sag mal, den Mali sehr schön dargestellt haben. Ja, Kismi war ganz bestimmt der gehorsamste Hund, den ich bis dahin hatte.
Also ganz bestimmt. Trotzdem hatte auch sie, wenn auch selten, ich habe ja schon von der einen Attacke, als sie ein kleines Baby war, erzählt. Und auch danach gab es zwei Situationen, wo sie einfach ein Malinois war. Ja, das eine war, da kam ich, da war sie so klar noch relativ um 8, 9 Monate sowas. Und da kam ich vom Training, also von der Suche zurück. Und da war eine Lichtung und da war eine Wurzel. Und so schnell konnte ich nicht gucken, Jules, wie dieser Hund da hingerannt ist und sich in dieser scheiß Wurzel verbissen hat. Ich war so entsetzt, weil mir total klar war, was da gerade passiert. Ja, da auf einmal irgendwas war zu viel, weißt du? Mhm. Irgendwas konnte sie nicht verarbeiten. Und was macht Mali, wenn er nicht mehr weiter weiß, er beißt? Ja, gibt da so einen schönen Spruch, der für mich Wahrheit ist, der Mali bringt sich für dich um oder er bringt dich um. Ja, so richtig viel dazwischen. Ich kenne viele Malis, die ihre Menschen umbringen wollen oder andere Menschen umbringen wollen. Und das Zweite war, dass ich irgendwann feststellen musste, dass wenn ich da war, und da heißt nicht anwesend, sondern da im Sinne von, also was weiß ich, der Hund ist irgendwo im Haus und ich bin irgendwo ganz anders im Haus. Also ich musste nicht bei ihr sein, ich musste nur da sein. Mhm. War das da wirklich, also wie viele Menschen mir gesagt haben, dass sie in ihrem ganzen Leben so ein Mali noch nicht gesehen haben. Nett, verschmust, süß und so weiter. Aber wehe, ich war nicht da. Und das musste ich erst lernen. Da hat damals, Kismi war im Garten und ich war, ich glaube, im Keller. Egal, jedenfalls habe ich nichts gehört. Also ich habe sie nicht bellen gehört. Mhm. Ich habe aber einen Anruf gekriegt von Linda und die stand vor der Tür. Und die hat gesagt, ich betrete auf gar keinen Fall dieses Grundstück. Komm hier raus und sag dem Hund, dass das lassen soll. Und die muss so eine Attacke gefahren haben, also eine richtige Mali-Attacke, wie wir es kennen, ja, von dieser Rasse, dass die... die Linda nicht nur nicht reingekommen ist, dann sehe ich, sie ist erstmal 5 Meter vom Zaun weg, ja, weil die gedacht hat, die komme jetzt gleich über den Zaun und frisst mich auf. Und das und sie war ein bekannter Mensch für sie, ja. Ja. Also, naja, Kismi hat mein Leben nachhaltig geprägt, aber nicht umsonst habe ich jetzt Border. Ich wollte gerade fragen, und auch der keinen Mali mehr holen glaube ich. Ich liebe diese Rasse. Auch wenn ich so einen Hund auf dem Seminar sehe, oh mein Gott, ey, wirklich, ich habe Herzchen in den Augen. Die lösen so viel in mir aus. Aber, und ich wollte ja nie einen Border. Aber, und den Vergleich werden viele nicht verstehen, dass ein Border für mich ist wie ein Mali, nur ohne Aggression. Ich habe die gleiche Kooperationsbereitschaft, ich habe die gleiche Triebigkeit, aber ich habe halt nicht die, also natürlich können auch Border Collies aggressiv sein, aber jetzt in meiner Welt, ja. Und deswegen ist heute, Stand heute vollkommen klar, mir kommen nur Border ins Haus. Ja. Und ganz ehrlich, nicht vergessen, warum ich mir die überhaupt geholt habe. Ich habe die mir nicht als Familienhund geholt, der mich auf dem Spaziergang begleitet, sondern ich habe sie geholt für die Arbeit. Und du kennst mich, es gibt wenig Hunde, wo ich sage, der muss arbeiten, aber die müssen arbeiten. Fertig. Ja. Sonst ist die Gefahr, dass der kippt, viel zu groß. Viel zu groß. Und die gehen halt mit Frust oder Überforderung völlig anders um. So ein Border Collie, der klappt zusammen. Ja. Mali geht vorwärts. Ja, und zwar da, wo du es nicht haben willst. Gut, genug von dem besten Hund der Welt erzählt. Zurück zu HTS. Also, beim vorletzten Mal habe ich ja schon davon berichtet, dass HTS einem großen Wandel unterlag. Und die Erkenntnis, dass diese reine positive Bestärkung nicht zielführend war, das saß schon tief. Nur, die Frage blieb ja, was machen wir denn jetzt? Also, was machen wir anstatt dessen? Ja? Oder was machen wir ergänzend? An was will ich mich überhaupt orientieren? Und aus heutiger Sicht, ne, muss ich sagen, ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Ist doch klar, an was du dich orientieren musst. An den Hunden. An was denn sonst? Ja, aus heutiger Sicht. Aber damals echt wie ein Brett vorm Kopf. Ja?
Und dann hatte ich noch zusätzlich, hatte ja diese Auszeit erzählt, ich hatte so einen Zusammenbruch und dann habe ich mir eine Auszeit genommen und dann hatte ich zu diesem Thema nochmal abschließend ein sehr prägendes Erlebnis. Ich bin nämlich zu einem Hundetrainer gefahren, von dem ich wusste, dass er nicht mit Leckerchen arbeitet. Und ich hatte damals für meine Hunde immer Leckerchen beim Gassi dabei. Nicht, also ich habe natürlich variabel bestärkt, nicht, dass jetzt wieder einer denkt, wie jetzt, ja, aber zum variablen Bestärken muss ja was haben zu bestärken. Variabel bedeutet, der Hund kriegt nicht wie in der Anlernphase jedes Mal was, sondern eben jedes zweite, dritte Mal. Aber ich war abhängiger von den Scheißdingern, als ich mir das eingestanden habe, ja. Und trotz aller Erschütterungen in meine bisherige Methodik konnte ich mir nicht vorstellen, dass es ohne geht. Und weißt du, meine Hunde, die haben ständig nach mir geschaut auf dem Spaziergang. Die hatten einen kleinen Umkreis. Die blieben an jeder Kreuzung stehen und ich habe gedacht, sie fragen, wohin geht es. Und die waren auch sehr, sehr gehorsam, ja. Und naja, dann war ich mit diesem Hundetrainer und der schaut uns an und sagt: Hast du Lust auf ein Experiment? Nach sowas hatte ich ja immer Bock, ne? Ich sage, ja, klar habe ich Lust. Hauptsache eine neue Erfahrung, ne? Also damals wie heute bin ich geil auf neue Erfahrungen. Ich möchte wissen, wie sich Dinge auch anders anfühlen können. Und dann sagte er, ja, jetzt lässt du mal 3 Wochen alle Leckerchen weg. Und zwar alle Leckerchen weg. Und schau, was passiert. Und ich dachte so, puh, das wird schwer. Und das war's auch. Jeden Tag von diesen 3 Wochen konnte ich zusehen, wie die Verbindung zwischen mir und meinen Hunden immer dünner wurde. Und immer dünner. Am schlimmsten war der Collie. Er hat als erster, also nach, keine Ahnung, eine Woche, hatte der nur noch den Stinkefinger auf dem Rücken und ist gegangen, wohin er wollte. Der Mali hat seinen Radius vergrößert bis zum geht nicht mehr. Und ja, leider konntest du eh nicht mit Leckerchen kommen, das war egal, aber da wurde auch nichts besser. Ja. Und es war wirklich, ich habe das jetzt körperlich gespürt, wie als würde dieses Band abreißen und alles, was ich zwischen mir und meinen Hunden für Kommunikation gehalten habe, hat sich in diesen 3 Wochen, ich habe ja gedacht, ich kommuniziere, Jules. Ich habe gedacht, ich kommuniziere. Ich wusste schon, dass meine Kunden an Grenzen geraten, aber es war ja bei mir nicht so, ja. Und alles, was ich für Kommunikation gehalten habe, hat sich in diesen 3 Wochen in Wohlgefallen aufgelöst. Das war die letzte Bestätigung für mich, dass ich was ändern musste. Und zwar für mich und für meine Kunden. Und das ist so, so unvorstellbar, wenn ich mir denke, dass dir das echt Themen bereitet, dass du Leckerlis weglassen musst, weil ich dich einfach gar nicht so kenne aus dieser Ja. Leckerlischiene. Das ist so krass. Ja. Ja, bin auch, ja, auch sehr zufrieden mit dem, wo wir heute stehen. Aber weißt du, wie sagen wir immer unseren Kunden, wenn die Kunden kommen, oh, wäre ich früher bei euch gelandet, oh, hätte ich mir vieles ersparen können. Was sagen wir denn immer? Wir sagen, das war dein Weg. Und es ist gut so. Und jeder einzelne Baustein auf diesem Weg ist ein guter Baustein gewesen. Warum? Weil sonst hätte er dich ja nicht hergebracht. Ist ja mal so. Ja. Naja, und zum damaligen Zeitpunkt hatte ich selber 3 Hunde, die Laila, das Karlchen und Kismi. Und ich hatte einen Freund und der hatte einen Border Collie, den ich damals übrigens pottenhässlich fand. Später kam dann noch ein Husky-Mix dazu, von dem erzähle ich gleich noch. Und auch noch ein weiterer Mali, die haben aber, also soweit man das in so einer Familie trennen kann, das waren nicht meine Hunde und natürlich noch wesentlich später kam noch das Mottentier dazu. So, und am Ende dieser Auszeit habe ich eine für HTS wegweisende Entscheidung getroffen. Ab sofort lehre ich nur noch Dinge, die ich auch unter Hunden beobachten kann. Und um das tun zu können, mussten mehr Hunde ran. Ist ja klar, ne? Ich brauche ja wie, ne? Ich kann nicht den ganzen Tag nur 3 Hunde beobachten, ja. Und zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich unfassbar viele Kunden, die den Wunsch hatten, mir die Hunde in Pension zu geben, also in Urlaubsbetreuung. Und das habe ich dann natürlich, das ist mir dann wieder eingefallen und das habe ich dann auch gemacht. Und du kennst unser erstes Haus nicht. Das war wirklich ein kleines Haus.
Sehr klein. Und es lebten immer zwischen 8 und 10 Hunde bei uns. Also jeder Quadratmeter von unserem Häuschen war voll mit Hunden. Im Wohnzimmer Hunde, im Schlafzimmer Hunde, auf der Treppe Hunde, im Büro Hunde, sogar im Bad wurden Hunde geparkt. Also das war echt, also wirklich, wirklich krass. Wirklich, wirklich, wirklich krass. Aber so bin ich halt, ne? Wenn, dann machen wir die ganze Sache auch richtig. Habe ich ja jetzt mit meinem Fuß auch gemacht. So, zusätzlich habe ich noch, ich wollte immer neben der Rettungs- und Arbeit irgendwie noch was Gutes tun und habe zusätzlich Hunde stationär aufgenommen, in Ausbildung genommen, für Menschen mit Einschränkungen. Also für Menschen, die entweder eine Verletzung hatten, wie ich jetzt, für ältere Menschen, für also irgendwelche Menschen, die einfach ihre Hunde nicht erziehen konnten. Ja, brauchten Hilfe. Und das habe ich gemacht. Das lief übrigens wunderbar. Das lief natürlich auf neutrale Signale wie Pfeife und so, ne? Weil das kriegst du nicht so gut übertragen. Ansonsten, und das lief super. Also das war prima. Da hatte ich in der Regel also einen immer für 4 Wochen. Und dann war eine Woche Pause und dann habe ich den nächsten für 4 Wochen genommen. Und irgendwann bei dieser Nummer kam eine Frau auf mich zu, die war nicht alt und die war nicht Ach eingeschränkt. so. Und sie war sehr reich. Und die wollte, dass ich ihren Husky-Mischling therapiere. Und ich habe ihr gesagt, dass ich das nicht mache, weil ich das nur für Menschen machen möchte, die eben eingeschränkt sind. Ja. Wer spricht denn da im Hintergrund? Oh nein, hörst du das? Um Ja. Gottes Willen. So, liebe Leute, wir machen immer noch keine Outtakes. Man hört jetzt hier meinen Mann im Hintergrund. Ich sage ihm, er soll weggehen. Ja, bitte, sag ihm, er soll weggehen. Ja. Wir haben eine kreative Pause, liebe Hörer, weil die Julia, die Jules, die muss ihren Mann einnorden. Und ich finde, dass sie da ganz schön lange für braucht. Bist du wieder Der da? hat mal, eine rote Korrektur von mir bekommen. Hat er? Sehr gut. habe ihn Aber besucht. man nutzt das nichts, er ist total Ja. korrekturresistent. Naja, also, wo war ich? Und dann habe ich eben dieser Dame erklärt, dass ich das nicht mache, weil ich das wirklich nur machen möchte, wenn Menschen das nicht selber leisten können. Und die hat dann zu mir gesagt, ob ich wenigstens kommen würde, mir den Hund mal anschauen würde, das Verhalten des Hundes anschauen würde. Ja, dann habe ich gesagt, klar, das kann ich schon machen. Von ihrer Seite aber mit dem Sinn, dass ich, also, dass sie mich doch irgendwie überredet. Ja. Und ich sage jetzt Husky Mix, weil das offiziell, das war ein Podenco. Also es war einfach ein Podenco. Das war Lilly. Und ja, dann bin ich mit der durch den, durch den Stadtwald, heißt das, glaube ich, da, wo die gewohnt hat. Und auf dem Hund waren Halti drauf. Und bei jeder, also bei jedem Außenreiz, Jules, egal ob das ein LKW war, ob das Jogger waren, ob das andere Hunde waren, hat die diesen Hund am Halti rumgerannt, noch bevor der überhaupt was machen konnte. Ja, weiß der Geier, wer ihr das beigebracht hat, ja. Und ja, die hat ausgelöst. Aber Entschuldigung, da hätte ich auch ausgelöst, wenn ich an der Leine gewesen wäre, wenn mich einer da so, so rumschleudert. Naja, und dann hat die mich wirklich, wirklich belatschert, sodass ich am Ende diesen Hund doch mitgenommen habe und habe ihr gleich gesagt, wir brauchen nur 3 Wochen, weil das war klar, dass das ein menschengemachtes Problem ist. Ja, da konditioniere ich ein paar Dinge und dann läuft es wieder. Naja. Nach einer Woche, also ich muss dazu sagen, ich hatte leider überhaupt keine Gelegenheit, diesen Hund auszubilden, weil der bei uns einfach gar nichts gemacht hat. Also gar nichts. Er hat nicht mal einen Dogger hinterhergeguckt. Verstehst du? Und ich, schon auf der einen Seite war ich ein bisschen verzweifelt, ne? Weil ich konnte ja, was sollte ich machen? Ich meine, klar, ich habe konditioniert richtiges Verhalten, aber ich habe nichts dafür gemacht, dass der Hund richtiges Verhalten gezeigt hat. Na gut, jedenfalls nach einer Woche habe ich die angerufen. Ich sage, das ist viel schneller durch.
als sie denken, das läuft eigentlich jetzt schon super gut. Und sie so, nein, das kann nicht sein, das ist unmöglich und so weiter. Und nach zwei Wochen, und dann habe ich gesagt, okay, ich behalte sie noch mal eine Woche, weil länger wird es nicht dauern. Und dann komme ich mal zu ihnen in ihren Stadtwald und dann zeige ich ihnen das mal. So, ja, und das habe ich auch gemacht. Die ist vom Glauben abgefallen, ne? Weil die lief frei, die Hündin. Die lief bei der nur an der Leine. Gejagt hat sie übrigens angeblich auch noch. Alles bei uns nicht gemacht. Alles bei uns nicht gemacht. So. So. Und dann habe ich gesagt, gut, es macht aber keinen Sinn, den Hund noch eine Woche zu behalten. Ich gebe ihn den zurück. Mhm. Jetzt. So, nach zwei Wochen schon. Und es war schon komisch, weil, also, jeder Mensch, den ich kenne, der hätte sich gefreut. Weißt du? So. Und man muss dazu sagen, dass mein damaliger Freund, der Micha, sich unsterblich, was mir nicht passiert ist, bei keinem einzigen Ausbildungshund, unsterblich in diesen Hund verliebt hat. Und gesagt hat, sag ihr bitte, wenn sie ihn abgeben will, nehmen wir ihn. Und ich habe gedacht, nee, wir nehmen den nicht. Aber okay. Und das habe ich auch gesagt. Ich habe ihr, sie den Hund zurückgegeben, gesagt, wenn... Ne, wenn was ist, dann, wenn sie den abgeben wollen, dann sagen sie mir Bescheid. Du, das hat keine 3 Tage gedauert. Dachte ich mir. Da hat die mich angerufen und hat gesagt, der Hund hätte an der Ampel einen stehenden Fahrradfahrer in die Wade gebissen. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, alles klar. Wir nehmen den Hund. Was ich nicht gemacht habe, ich Vollhorst Idiot, war ein Vertrag. Ich bin ja nicht so der Vertragsmensch. Das weiß eigentlich auch jeder, der mich kennt. So, und wieder weitere 2 Tage später rief die an, die will den Hund zurück. Und das war für mich ja damals total schwer, weil es ist ja das passiert, was er sich gewünscht hat. Ne? Die Hündin sollte da bleiben. Aber, und man öffnet sein Herz auch noch mal ganz anders, wenn man denkt, ne, der Hund lebt jetzt hier. Und aber ich hatte ja nichts. Ja, so, und dann bin ich zurückgefahren, habe den Hund in die Hand gedrückt und habe gesagt, werdet glücklich. Es dauerte wieder keine 2 Tage. Da hatte sie, fragt mich nicht. Ah, ich habe ihr noch ins Ohr geflüstert, der Lilly. Wenn du hier gar nicht leben willst, ne, einfach den nächsten beißen. Ist überhaupt kein Problem. Das hat die auch gemacht. Da hat sie sich einen Dogger geschnappt, ja. Und da war ich aber dann vorbereitet, da bin ich dann mit dem Vertrag dorthin gefahren und dann haben wir die Hündin übernommen, ja. Aber warum wollte die denn, also, dass sie abgeben wollte, okay, sie hat einen Dogger gebissen, alles klar, kann ich verstehen. Warum wollte sie denn aber dann zurück? Um sie keine dann Ahnung, wieder keine Ahnung, aber ey, kennst du die Leute? Ja. Das Haus ist so leer ohne den Hund. Na gut. Such dir was aus, ja. Ja. Okay. Naja, also das war die Geschichte mit Lilly, über die werde ich noch an anderer Stelle sprechen, weil die sehr wichtig fürs Rudel geworden ist, als Laila nicht mehr gelebt hat. Aber am Anfang war Laila ja noch da und da war es halt so, dass immer wenn ein neuer Gasthund kam, dann übernahm am Anfang immer Laila die Begrüßung an der Tür. Ja, es gab eine Tür und einen Flur und das Ergebnis war immer das Gleiche, also immer das Gleiche. Der Neue wurde an der Tür im Flur geparkt und durfte sich unterschiedlich lange nicht bewegen. Das war immer so, ja. Wie sie das erlebt, wie sie das erreicht hat, dieses Ergebnis, da war sie aber jedes Mal anders, ja. Mhm. Unheimlich lehrreich, ja. Manchmal stand sie nur steif da, manchmal fletschte sie die Zähne. Mal gab's auch bei so uneinsichtigen Labradoren ohne Vorankündigung einen Rempler. Mhm. Was ich bei ihr damals auch beobachten konnte, was wir sonst eigentlich nicht beobachten können, würde jetzt zu weit führen, warum das bei ihr so war. Sie hat auch die Intensität gesteigert, wenn es sein musste. Also nicht immer, aber manchmal. Gab Hunde, wo sie erst das, dann das, ja, gemacht hat. Und ich sagte, ich war in einer neuen Welt.
Also dieser Hund, ja, der mir so viele Schwierigkeiten gemacht hat, war jetzt auf einmal der größte Lehrmeister aller Zeiten und ist übrigens auch der größte Lehrmeister aller Zeiten geblieben. Also ich beobachtete so fasziniert und ich versuchte herauszufinden, wann macht sie was und wie macht sie das und habe damit begonnen, das alles aufzuschreiben und dann miteinander zu vergleichen und so weiter. Und Grundlage, komplette Grundlage von allem, was ich heute lehre, stammt aus dieser Zeit und diesen Beobachtungen der Hunde untereinander. Und natürlich war es so, dass auch die anderen Hunde die Neulinge begrüßten, aber keiner, also zumindest solange sie gelebt hat, hatte dieses Ritual. Also auf Deutsch, bei der gab es erstmal eins auf die Fresse. Ja. Und deshalb sage ich auch bis heute, es reicht nicht, Hunde einfach nur zu beobachten, um etwas über Führung zu lernen, sondern man muss die richtigen Hunde beobachten. Ja, das ist der Grund, warum manchmal unsere Beobachtungen nicht deckungsgleich sind mit denen der Kunden. Weil natürlich, wenn du zwei Hunde aus dem Tal der Ahnungslosen beobachtest, siehst du vollkommen andere Dinge, ja. Und du hast sicherlich mit ihr auch einfach ein bisschen Glück gehabt. Ja. Ja. Und dann nach einer von Laila vorgegebenen Zeit, also wie lange, das war total variabel, hat sie dann diesen Flur quasi mental freigegeben. Also sie hat den Hund geparkt und sie lag dann da, hat immer den Kopf runter und so, ganz entspannt, aber hatte immer Fokus auf den Flur und irgendwann hat sie das dann freigegeben. So. Und wenn jetzt der Neuling ganz langsam, ganz langsam, mit gesenktem Kopf, also so wie der liebe Hundebesitzer seinen Hund nie sehen will, und angelegten Ohren, wenn der Neue das gemacht hat, dann stand sie auf, so ignorant, wie das nur Laila konnte, würdigte den anderen keines Blickes und nahm den Platz an der Haustür ein. So. Kam der Neue, jetzt wird es wirklich spannend, weil das beeinflusst unsere Arbeit auch noch bis heute, kam der Neue zu schnell, zu forsch, zu wenig devot herein, schickte sie per Blickkontakt die anderen Hunde. Also die Drecksarbeit dürfen immer die anderen machen. Die hat nur den Anfang gemacht. Ja? Und Kismikalchen und Lilly waren introvertierte Hunde und jeder machte seine Arbeit anders, ja, wenn der Neue nochmal eingeschränkt werden musste. Also Kismi war dabei mit Sicherheit die netteste und die charmanteste, erreichte aber in der Regel das Ziel, der andere möge sich beruhigen trotzdem. Ja, das war auch so eine sehr weiche Art gemacht. Ja, Lilly hat vieles ähnlich gemacht wie Laila, aber mit 50% weniger Präsenz und null Durchsetzungskraft bei extrovertierten Hunden. Also das hat ihr einfach nicht gebracht. Ja. Niemand konnte so schön und so anhaltend fletschen und knurren wie sie. Nur danach kam halt nichts mehr. Weißt du? So. Und Karlchen, ich meine, ein kastrierter Rüde, der wirklich gedacht hat, er ist der Geilste auf dieser Welt, der hatte eine ziemlich kurze Zündschnur. Also wenn nicht augenblicklich das passiert ist, was er wollte, dann scheute der auch keinen Kommentkampf. Ja. Und er wurde, ich vermute deshalb, von Laila ganz selten geschickt. Und alleine hat er nicht gehandelt. Ne? Der hat immer auf Anweisungen gehandelt. Ja. Und dann war da noch Jasper, das war der Border Collie von meinem Freund. Und das war unser Bodyguard. Ja. Also geriet irgendein Hund von unseren in Bedrängnis, war er, oder Polizist könnte man noch sagen, geriet irgendein Hund in Bedrängnis, war der sofort zur Stelle und der hätte sein Leben für das Rudel gegeben. Ja, das Rudel hätte ihn allerdings auch geopfert, bin ich fest überzeugt. Ich meine, die Situation hatten wir nicht, aber ich glaube, die hätten den einfach, ja, mach mal Tschüss. Ne? So. So, warte, ich habe ein paar Fragen. Ja. Also, wie bist du drauf gekommen, dass, also, wie, ich meine, ja, du hast es beobachtet, aber
Wie kamst du denn drauf, dass die Leila die Dinge gut tut? Das kann ja auch sein, dass jemand anders das eingeschätzt hätte als asoziales Verhalten, dass sie erstmal schön die Fresse poliert, wenn jemand reinkommt. Wie kamst du drauf, dass du das Naja, für gut empfunden also hast? schau, die hat ja keinen verkloppt. Karl hat Hunde verkloppt. Ja, Ah, okay. kein Zeichen von Souveränität. Also das war mir von Anfang an klar. Und das einzig vergessen, vielleicht ist auch ein bisschen untergegangen in meiner Erzählung, die war extrem differenziert. Also die war so differenziert, dass ich am Anfang meine liebe Mühe hatte, zu kapieren, warum sie was macht. Ja, irgendwann war mir das dann alles klar. Ja, aber das war null Assi. Also das war mir von Anfang an klar. Ja. Jules, bist du noch da? Ich bin da. Also heute läuft es bei mir. Ja. Ja, okay. Ja. Das habe ich verstanden. Ja. Dann die nächste Frage zu dem Zeitpunkt, von dem wir gerade sprechen. Warst du da schon? Hast du da schon DVDs aufgenommen gehabt? Du Beziehungsweise? sprichst immer Sachen an, die noch kommen. Oh, Ja, Entschuldigung. es war, nein, nein, das war ganz kurz vor der ersten DVD. Longieren mit Hunden war die erste. Dazu habe ich mir schon aufgeschrieben, erzähle ich beim nächsten Mal. Okay. Und die letzte Frage: War Leila eine graue Eminenz? Ja. Ha. Wobei ich sage dir ganz ehrlich, also du weißt ja, wie das ist. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Man verklärt vieles im Nachhinein. Ja. Ich finde, in der Komplexität der Kommunikation hätte es auch ein Teamplayer sein können. Teamplayer, ja. Ja. Gut, für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, das machen wir an anderer Stelle, ja. Und was auch interessant war, wie es dann mit Laila und den anderen weiterging. Weil die Hunde waren in der Regel im Schnitt so 2 Wochen da, ja. In der ersten Woche war der neue für sie Luft. Also Luft, ja. Übrigens ganz ähnlich, wie jetzt sich auch Rudi Micka gegenüber verhalten hat. Dass das ein Welpe war, ja. Und danach stellte sie Situationen, in denen sie menschlich ausgedrückt den anderen prüfte. Also am liebsten mit Ressourcen. Ja. Die hat dann irgendwas genommen, im Garten einen Stock, irgendwas, ist richtig provokant zu dem anderen hin, hat sich hingelegt, hat das Stöckchen zerkaut, also original, wie ich es immer erzähle. Ja. Komm, ich habe Süßigkeiten. Ne? Und darauf sind halt natürlich nicht alle reingefallen, dann war sie zufrieden, aber gab natürlich auch Deppen, ne? Die gesagt haben, ach, Stöckchen, super Idee, ja. Und da gab es noch eine Korrektur und meistens war sie dann fertig mit dem anderen Hund. Also es gab diese Eingangsbegrüßungsgeschichte, dann totale Ignoranz und dann gab es nochmal ein Überprüfen, ne? Weißt du, wer ich bin? Also weißt du wirklich, wer ich bin? Ja, und dann hat sie so nach circa 10 Tagen, das sollte man sich nicht auf den Tag festlegen, hat sie Nähe zugelassen. Ja. Auch, dass man ihr huldigte. Ja. Also die meisten Hunde waren ihr gegenüber extrem respektvoll. Und es war für sie das allergrößte, Aufmerksamkeit von ihr zu bekommen. Ja. Und das hat sie aber anfangs körpersprachlich die Nähe gar nicht zugelassen. Und dann durften die auch mal kommen, dann dürfen die ja auch mal am Maul schlecken. Und wenn der Neue wirklich alle Spielregeln verstanden hat, dann, und das spiegelt sich auch bis heute in unserer Arbeit wieder, ist die aufgestanden, wenn sie Bock drauf hatte, ist zu dem anderen hin, hat sich auf den Rücken gedreht und hat ein freies soziales Spiel angeboten. Das ist der Grund, warum ich das auf der großen Freiheit, schule, weil ich weiß noch, als sie das allererste Mal gemacht hat, ich kam überhaupt nicht gleich, ich habe gedacht, der Hund ist krank. Ja, jeder, was stimmt denn mit der jetzt nicht, ne? Die hat doch hier immer das Sagen und so und das Zepter in der Hand, weil sie legt sich da auf den Rücken und so. Bis ich verstanden habe, das hatte seinen Sinn und Zweck, das hatte Methode bei ihr. Ja. Naja, und Schritt für Schritt habe ich dann angefangen, all das Gesehene in ein umsetzungsfähiges Konzept für meine Kunden zu packen. Das war gar nicht so einfach, weil das eine ist es zu beobachten, das andere ist es richtig zu verstehen, das dritte ist es richtig zu interpretieren und das nächste ist das Übersetzen. Wie Ja, übersetze genau. ich das jetzt in menschliches Handeln? Und das Tolle war, und ich werde da im nächsten Podcast, wenn es um HTS geht, noch ein bisschen mehr zu erzählen,
das Tolle war, das allererste Mal hatte ich das Gefühl, etwas für die Hundewelt zu erschaffen. Weißt du, nicht zu kopieren, sondern zu erschaffen. Und zwar etwas, was nachhaltig hilft, etwas, was logisch ist, für mich immer total wichtig, und vor allen Dingen etwas, was richtig sein muss, weil ich habe ja von den Besten gelernt. Bitte? Von den Besten gelernt. Ja, von Muttersprachler. Muttersprachler haben mir das beigebracht. Ja. Und in die Augen eines Hundes zu sehen, der teilweise das allererste Mal in seinem Leben Vokabeln seiner Sprache in meinen Handlungen erkannte, das werde ich nie mehr vergessen. Dieser Blick, ja, und die Geschwindigkeit, in der ich Ergebnisse kreiert habe, das war es war zum damaligen Zeitpunkt unmöglich. Ja, es gibt ja Hunde, das weißt du auch, Leinführigkeit in 15 Minuten. Ja, und dann, und das war das Krasseste, nach dieser Leckerli-Nummer, ne, diesem Experiment, und das Krasseste war der geschenkte Blickkontakt. Ja, ja. Das hat mich über alle Maßen begeistert. Das war so ein Gottesgeschenk für mich, wirklich. Und endlich hatte ich meins gefunden. Und danach, das erzähle ich dann das nächste Mal, habe ich eine Bücherverbrennung in meinem Garten gemacht. Mit großem Vergnügen. Und das hat sich wahnsinnig befreit angefühlt. Aber darüber spreche ich das nächste Mal. Ich denke, für heute ist es gut. Und ich denke, vielleicht auch, also ich glaube, für die Menschen, die HTS noch nicht kennen, ist diese Folge verständlich oder macht es verständlich, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten. Und für unsere Altkunden ist es vielleicht ein erstmaliges Verstehen tatsächlich, wo das alles herkommt. Weil natürlich sage ich immer, wir haben uns das von Hunden abgeschaut, ja. Aber im Detail, was das passiert ist da und so. Und ich meine, ein Sätzchen noch, dass diese Parksituation im Flur, nichts anderes, das ist eine der ersten Sachen, die ich umgesetzt habe. Wo ist der Anfang? Ja. Oh, es ist so krass. Ich wollte nicht so viel Gänsehaut haben, aber auch für mich war das gerade sehr spannend zu erfahren, wie das genau zustande kam. Ja. Weil ich meine, als eine Trainerin von dir weiß ich schon, woher das kommt, aber so im Detail kannte ich diese Geschichte auch noch nicht. Ja, das war schon krass. Das wird noch krasser, wenn wir darüber sprechen, was passiert ist, als Laila nicht mehr da war. Mir war bei aller Beobachtung und bei aller auch, wie soll ich sagen, ich hatte eine Hochachtung für diesen Hund, war mir bis in die letzte Konsequenz nicht bewusst, was ihre pure Anwesenheit. Also je älter sie wurde, umso weniger hat sie gemacht, aber das musste auch gar nicht sein. Die musste nicht mehr gucken. Die konnte sich nicht mehr steif machen, die konnte nicht mehr richtig laufen. Ja. Ihre pure Anwesenheit. Auch was es für meinen Rudel bedeutet hat. Das war mir damals, also wo wir jetzt zeitlich drüber sprechen, noch nicht so bewusst. Da war ich aber auch noch so ich bin so fasziniert Modus, dass das war krass. Das war krass. Ich finde das alleine aus der oder von der Seite betrachtet schon krass, weil wer macht sich denn diese Arbeit bitte? Also das ist ja, also aus meiner Sicht zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, du wirst Hundetrainerin, da hat sich, also ich weiß nicht, das ist ja, das, keine Ahnung, man könnte jetzt natürlich sagen, du hast von damals schon gewusst, dass du das revolutionieren wirst oder so, aber das war ja nicht so. Mhm. Deswegen finde ich so krass, was du, also ich meine, dass du sagst, du beobachtest mal eine Zeit lang, wie deine Hunde untereinander sind, notierst es dir, machst ein Konzept draus. Ich meine, wer macht denn sowas? Mal ganz ehrlich. Also ich glaube, ich glaube schon, ich höre ja gerade einen Podcast von einem Hundetrainer, den ich nicht jetzt nennen werde. Die sind auch unglaublich lang schon dabei und denen ihre Arbeit fußt auf, auch unter anderem auf Beobachtungen von
Gehegewölfen, auf Mhm. Beobachtungen von Hund-Wolf-Mischlingen und so. Also ich glaube schon, dass es auch damals schon Leute gab, die sich Arbeit gemacht haben. Ich denke, die Frage ist nur zu welchen, na, wie nennt man das, also zu welchen Schlüssen kommt man? Ja, und ich glaube, dass das wirklich ein Talent von mir war, dieses Entschlüsseln dessen, was da passiert, und Übersetzen in Menschensprachen. Also das glaube ich schon, dass das HTS auch besonders gemacht hat, weil wir wissen alle, bei nichts sind sich Hundetrainer uneiniger als bei Hundeverhalten. Also hauen sie sich ja die Köpfe ein, ja. Ja, Von daher. naja. Und man muss schon sagen, ich meine, das ist ja der Anfang von HTS. Da, Ja. wo wir jetzt stehen, da hat sich ja noch einiges weiterentwickelt und verändert. Aber also das, wofür HTS steht, ist eben diese Energie, die die Trainer oder auch auf Seminaren, die damit geteilt wird, eben gut mit seinem Hund zu sein und einfach auch mal fünfe gerade sein lassen. Also HTS steht Ja. ja für so viel mehr als nur körpersprachliches Arbeiten. Es geht ja Ja. viel, viel mehr um die Beziehung zum Hund und so weiter. Also, Ja. Ach, auf ah, jeden und Fall. wieder Gänsehaut. Na gut, würde Okay. ich sagen, machen wir es los für heute. Jetzt haben die wollten alle, dass wir es länger gemacht haben. Gell, letztes Mal war schon länger und diesmal ist auch länger. Ja, und in der Folge 10, die ja als nächstes kommt, Ah, beantworten ja. wir ja die Fragen und ich habe schon ganz, ganz viel gesammelt. Ha. Ich hab heute auch eine, soll ich erzählen, schon eine lustige Frage, eine sehr lustige Frage. Da wollte jemand wissen, ob ich hessisches Essen mag. Das ist aber Ja, süß. das fand Das ich auch fand sehr ich süß. Hab aber beschlossen, also ich meine, ich muss die erstmal aufklären. Ja, ich bin kein Hesse. süß. Ist egal, du Die sagst Sachen, jetzt die ich nichts, wenn du esse, eben. Wenn, mit nein, nein, meinen. nein, hör auf, hör Gut, auf. ja, Wir okay. nehmen die Frage in Folge 10 mit auf. Ja, machen wir. Alles klar. Ihr Okay, Lieben Hasen dann da draußen. bis in 2 Bis Wochen. in 2 Wochen. Bis dann, Tschüss. ciao.